Man fühlt sich sehr wohl hier an dieser Schule. Wie alle arbeiten, also hier alle sind wie eine Familie. Es macht auch Spaß zu lernen hier richtig, weil man mit schönen Ideen daran geführt wird. Ich war halt sehr nervös, wie kommen meine Mitschüler damit jetzt klar, dass ich halt nicht wirklich Sport machen kann, oder wie kommen die Lehrer damit klar, nehmen die Rücksicht auf mich? Und so, ich habe mir ganz viele Fragen schon gestellt. Also der erste Eindruck war, dass ich wunderbar aufgenommen wurde. Ja, die Stadtteilschule macht in dem Sinne was anders, dass sie ein Jahr mehr hat. Man behandelt den gleichen Unterrichtsstoff, nur dass du den Vorteil hast, dass du ein Jahr länger Schule hast, dass du mehr Zeit hast, nochmal Sachen nachzufragen, und dann kannst du ein bisschen dein eigenes Tempo einlegen. Es gibt zum Beispiel die Sprachförderung für Kinder, die noch nicht so gut Deutsch können. Als ich auf dieser Schule kam, konnte ich kaum Deutsch sprechen, aber jetzt hat sich alles verbessert und ja, ich kriege richtig Unterstützung von den Lehrern. Die Schule ist halt sehr besonders, vor allem für mich. Ich bin ja gehbehindert und die bieten hier sehr viele Möglichkeiten. Die haben jetzt sogar einen eigenen Physiotherapeuten hier in der Schule. Das ist ja eigentlich eine normale Schule und das finde ich halt super. Das haben viele Schulen nicht. Die Berufsorientierung, die wird ab der 8. Klasse aufgenommen. Ich will hier auf jeden Fall noch das Abitur machen und hänge mich jetzt auch richtig rein. Es gibt Vorderkurse, die sind dafür da, dass Leistungsstärke, Starke noch eine Schippe draufgelegt bekommen. Und es gibt Förderkurse, es spielt sich alles in den Hauptfächern jetzt hauptsächlich ab, wo man seine Schwächen ausbessern kann. Also wir haben hier auch in der Nachmittagsbetreuung haben wir so Kurse. Also ich bin zum Beispiel im Textilkurs.